In diesem Video schauen wir uns an, wie wir den Shadow Loader fit für WinRAR 5 machen. Das Video wird ein bisschen länger, schaut mal in die Videobeschreibung. Da habe ich dann auch Kapitelmarken gesetzt. Wie macht es sich bei euch bemerkbar, dass WinRAR 5 nicht funktioniert? Naja, erstmal kann der Shadow Loader 2 überhaupt kein WinRAR 5 entpacken. Das heißt, wenn ihr dem einen Link mitgebt, der im WinRAR 5 Format ist, wird er den nicht entpacken können und ihr seht genau diese Fehlermeldung. Das Problem ist, diese Fehlermeldung ist jetzt nicht besonders spezifisch und es gibt auch keinen einfachen Weg, jetzt rauszufinden, was da genau los ist, beziehungsweise es gibt einen, aber der ist halt nicht einfach oder ich war wieder mal zu blöd dafür. Naja, wir gucken uns jetzt trotzdem an, wie wir analysieren können, ob wir hier genau in dieses WinRAR 5 Problem reingelaufen sind. Weil man kann ja erstmal so nicht sehen, ob diese Datei jetzt eine RAR 5 Datei ist. So, dazu gehe ich mal hier in Windows 10, Rechtsklick auf den Shadow Loader und öffne mal die File Location, also den Dateispeicherort. Hier sehe ich jetzt Shadow Loader 2, dann mache ich einen Rechtsklick drauf, Eigenschaften und dann habe ich hier den Pfad, wo der installiert ist. Den kopiere ich mir mal ab C, also ohne Anführungszeichen raus. Useful Wid ist in dem Fall mein Benutzername und ja, hier Steuerung C, dann ist der kopiert, hier oben reinklicken, Steuerung V und Enter. Und jetzt bin ich im Shadow Loader 2 Ordner. Den brauchen wir jetzt für zwei Dinge. Als allererstes gehen wir mal in die Logs und sortieren hier nach zuletzt geändert und gehen dann in den letzten Log rein. Hier habe ich dann den Extraction Controller Log.0. Da könnt ihr sagen, öffnen mit Notepad oder könnt es direkt im Notepad öffnen. Und wenn ich da mal ein bisschen durchschaue, dann finde ich irgendwann sowas hier. RAR 5 is not supported. Okay, damit weiß ich, ich bin jetzt genau in diese RAR 5 Geschichte reingelaufen. So, den Ordner brauchen wir aber, wie gesagt, noch, nämlich wir brauchen in Lips gleich noch was. Und wie ist jetzt die Lösung für unser Problem? Dazu habe ich euch einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Da muss eine Library rein und das ist seit 2016 scheinbar im Beta-Test. Das könnte man mittlerweile auch integriert haben, aber gut, was weiß ich schon. Hier ist auf jeden Fall mal die, die wir brauchen für Windows 64 und 32-Bit. So, das heißt, ich kopiere hier mit diesem Mega-NZ-Link, Steuerung C, mache ein neues Tab auf, Steuerung V und öffne mal die Seite von Mega. Hier klicke ich dann auf Download. Hier oben sehe ich jetzt den Fortschritt, warte also kurz und speichere mir die Datei. Die ist freundlicherweise im ZIP-Format, so dass ich die in Windows auch aufmachen kann. So, was muss ich jetzt hier machen? Naja, die kommt in den Shadow Loader Lips Ordner rein. Okay, also ich mache die einmal auf. Ja, mit File Explorer ist in Ordnung. Und jetzt habe ich hier zwei Dateien drin, die nehme ich beide. Einmal komplett markieren, dann mit Steuerung C wieder in die Zwischenablage kopieren. Und hier bei Lips kann ich die gerade einfügen. So, was ich jetzt mache, ich mache einfach mal einen Restart vom Shadow Loader. Und hier mache ich jetzt einen Rechtsklick drauf, sage Other Reset. Das ist ja jetzt nur zum Demonstrieren. Das würde jetzt quasi den Download von vorne starten. Das ist ja wahrscheinlich nicht das, was ihr wollt, aber hier zum Demonstrieren passt das. Mach nochmal Start. Dann lädt er die Datei nochmal runter und hat es auch geschafft, die zu entpacken. Also das war jetzt die Lösung, um mit RAR 5 im Shadow Loader 2 zurechtzukommen.